06 hört. So verstanden. Führe aus, 26 Ende. Ich grüße euch. Heute geht es um das PHX Archer. Ein leichtes Headset, was wir jetzt neu im Shop haben. Das möchte ich euch ein bisschen vorstellen, ein paar Details dazu. Und damit starten wir jetzt. Ich lege nur noch kurz Helm und Brille ab und dann geht's weiter. Bis gleich. Und dieses Headset geht's heute, das Archer. Das haben wir in der PHX-Serie mit aufgenommen. Und das orientiert sich grob am sogenannten Silix 2 oder Bowman Headset aus dem britischen Personal Role Radio Funkset. Ist von links auf rechts umsetzbar. Die Gurte sind alle nur eingeklettet und ihr könnt auch den Bereich hier und den Bügel ganz einfach abmachen, gedreht wieder aufsetzen, kommt die Rändelschraube wieder rein, braucht ihr auch kein Werkzeug dafür. Und dann setzt ihr die Klettverschlüsse um und das Funkgerät ist auf links bzw. rechts, je nachdem wie ihr es haben wollt, umgebaut. Die Headsets kommen ohne eine Push-to-Talk-Taste. Die müsst ihr euch bei uns einzeln aussuchen, passend zu eurem Funkgerät. Die PDTs haben wir für Kenwood, Midland und Motorola OnePin. Und damit könnt ihr sie eigentlich, also das Headset, für jedes Funksystem, das ihr habt, eben einsetzen. Da ist es jetzt auch unerheblich, ob ihr jetzt relativ preiswerte Standard Motorola Funkgeräte aus dem Baumarkt hernehmt oder ob ihr noch eure eigenen Funkgeräte habt und ob ihr jetzt irgendwelche großen Klopper mit Metallgehäuse hernehmt, solange die Teile für Midland, für Motorola OnePin oder für Kenwood Pin ausgelegt sind, könnt ihr das Headset damit benutzen. Die Headsets und das Zubehör zeige ich euch jetzt mal im Detail und danach reden wir kurz über die empfohlene Verwendung. Hier seht ihr noch die zwei anderen Farben, Coyote-Tan und Schwarz. Olivgrün habt ihr ja bei mir am Plattenträger gesehen, sowie die PDTs. Headset und PDT werden getrennt verkauft. Das heißt, ihr sucht euch das Headset in der Farbe aus, wie es euch gefällt. Und dazu die PDT, die zu eurem Funkgerät passt. Kenwood 2-Pin, Midland 2-Pin oder eben Motorola OnePin-Anschluss. Und damit habt ihr dann die Kombo, die ihr für euer Funkgerät braucht. Kompatibel sind die Headsets, wie gesagt, mit Z-Tactical. Sowohl die PDT als auch das Headset ist jeweils mit dem dazugehörenden Zubehör kompatibel. Mit Earmore ist es leider nicht kompatibel. Die stricken leider ihr eigenes Süppchen. Hat ja vorhin schon erwähnt, das Archer orientiert sich am britischen Bowman bzw. Glanzmann Radio Headset. Das ist ein einfaches, sehr leichtes und funktionales Headset. Das ist auch ein sogenanntes Passiv-Headset. Das heißt, ihr braucht keine Batterien dafür. Ihr stöpselt das Ganze zusammen mit der PDT direkt an eurem Funkgerät an und das Ding funktioniert. Ihr müsst nichts laden, ihr habt keine extra Stromversorgung und natürlich auch keinen extra Stromverbrauch am Funkgerät. Damit ist es eigentlich das ideale Universal-Headset für jeden Airsoft-Spieler. Es ist preiswert, es ist robust. Ihr habt natürlich, es ist ein Begari-Produkt, die volle Gewährleistung von unserer Seite, wenn ihr doch mal Probleme habt. Und ihr könnt das Ganze sehr universal einsetzen. Es ist auch egal, ob ihr das jetzt zusammen mit einem Helm benutzt. Ihr braucht dafür auch keinen speziellen Mount. Ihr könnt das ganz normal unter dem Helm tragen. Das habt ihr ja im Intro quasi gesehen. Ihr könnt das mit einer Mütze tragen, ihr könnt das ohne Mütze tragen, mit einer Balaklava, wie ihr wollt. Und der Vorteil ist, und das zeige ich euch gleich mal aus der Nähe, ihr habt mit dem Headset trotzdem ein Gehörfeld bzw. ein Rundumgehör, das nicht getrübt wird. So. Hier seht ihr jetzt das Headset mal ein bisschen näher ran. Und wenn ihr jetzt hier hinschaut, seht ihr die Ohrmuschel. Das ist der Bereich ums Ohr. Und hier seht ihr Durchbrüche. Zwischen den Durchbrüchen ist der Lautsprecher. Und was das jetzt für einen Effekt hat, ist, dass das, was von außen rankommt, hört ihr genauso, als hättet ihr kein Headset auf. Ich würde jetzt mal grob schätzen, die Einbuße auf dem Ohr, wo ihr hört, ist geringer als wenn ihr eine Sturmhaube drüber habt.
Also vor allem der Störfaktor ist weitaus geringer. Das heißt, ihr habt ein besseres Rundumgehör, ihr habt eine bessere Geräuschaufnahme und ihr könnt auch besser zuordnen, wo die Geräusche her sind, als wenn ihr quasi einen Vollgehörschutz drüber habt, der dann elektronisch den Schall, der um euch rum ist, zwar verstärkt und abbildet, aber dann eben nicht mehr so natürlich rüberkommt. Damit bietet sich das Headset natürlich auch für Leute an, die ein bisschen verdeckter spielen, die ein bisschen mehr auf Gehör gehen, die ein bisschen mehr auf Heimlichkeit gehen. Das heißt jetzt Hurricane-Rolle oder eben, dass ihr auch als Sniper unterwegs seid. Und hat natürlich auch den Vorteil, es ist halt einfach leicht, es trägt nicht auf. In den Bereichen ist das natürlich auch von Vorteil. Dafür ist es ideal, aber auch für den allgemeinen Einsatz. Wie gesagt, das war für mich auch der Grund, warum ich eigentlich, seit ich in dem Hobby unterwegs bin, ein Bowman-Radio nutze, beziehungsweise ein Bowman-Headset. Ich habe für mich damals ein originales gekauft, mir dann umlöten lassen auf Midland-Standard, habe ich über viele Jahre hinweg benutzt. Das war damals allerdings ein Kostenfaktor im dreistelligen Bereich, was ich dafür dann ausgegeben habe, bis alles so funktioniert hat, wie ich wollte. Hier habt ihr jetzt ein Headset, das ihr für unter 20 Euro bekommt und damit eigentlich dann zusammen, wenn ihr dann noch die PDD dazu habt, komplett ausgestattet seid, ohne dass ihr irgendwas nachbasteln oder löten müsst. Ich denke, das ist ein ganz gute Kombi. Das war die Vorstellung des Archer Headsets. Jetzt, wo ihr das Video schaut, ist es schon bei uns im Shop. Schaut mal rein, schaut es euch an. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback da habt, Kritik, Wünsche, Anregungen, meldet euch bei uns. Ihr wisst, wir nehmen uns das zu Herzen. Wir hören uns euer Feedback an. Wir versuchen damit zu arbeiten. Wir versuchen, so gut wie möglich umzusetzen. Und wir können nur besser werden, wenn ihr mit uns kommuniziert, wenn ihr uns sagt, was ihr wollt. Und vor allem auch, wenn ihr uns sagt, was euch nicht gefällt. Weil dann können wir es abstellen, dann können wir es besser machen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir von euch Feedback bekommen. Meldet euch. Wir sind für euch 24/7 erreichbar. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin alles Gute, bleibt gesund, spielt sicher, spielt fair, macht's gut.